Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay, wir treffen uns dort. Hey, da kommt er. Hey. Was gibt's? Hey, Vito. Setz dich. Ich hab mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag.
Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry. Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Ja, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar. Von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Wir sind da. Halt an. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi, Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi, Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen's bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs.
Gut gemacht, Henry. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte der Tussi auf den Hintern geglotzt. Gott hat sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich habe mal von so einem Kreditherr namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja? Was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falcon die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Wir sind gleich da. Fahrt durch das Tor und in den Hof. Kommt mit, Jungs. Aber überlasst das Reden mir. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Guten Tag, Mr. Tomasino. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. Ja, da, das ist 11磅重的20元美金钞票，一共35,000块。 In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Kommt, ab zum Wagen. Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Meine Herren? Scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs! Schießt mich doch! Sicher die Rückseite. Komm schon! Da kommt noch mehr! Voll gut gemacht. Aber
Das sind immer noch zu viele. Komm! Scheiße, wir können nicht zurück. Haut ab! Der Gang ist um hier oben. Vito, bitte die Tür ein. Worauf wartest du? Tick sie ein. Was ist los mit dir? So ein knallharter Typ. Oh!
Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Häng sie ab, verdammt! Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen. Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wir sind da. Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße! Oh, verdammt! Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Thank you.
Thank you.